So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zurück hier bei uns auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Last of Us. In der letzten Folge sind wir in dem Tunnel gewesen. Ich habe da dann auch meine Aufnahmesession eigentlich beendet. Und witzigerweise bin ich jetzt hier gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie und warum und wieso, weshalb ich jetzt hier gelandet bin. Wir werden jetzt mal gucken, was wir hier so machen können, weil ich, wie gesagt, keinen Schimmer habe. Warum wir hier sind. Aber ich habe gesehen, wir haben zwei große Jungs hier. Und wir werden gucken, dass wir die großen Boys, ihm sind hier, Glück, sie. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die uns sehen können oder nicht. Wir werden jetzt erstmal kurz abwarten, was Johnny jetzt da macht. Also er kommt auf mich zu. Brüllt Diener an und geht wahrscheinlich. Alter, siehst du eklig aus. Junge, 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 Junge. Das sieht ja schon gar nicht mehr so charmant aus. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Komm, ich mach mal Licht aus, damit Infizierte werden das Licht deiner Taschenlampe nicht sehen. Gut zu wissen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall unsichtbar. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ganz geschmeidig da auf dem Weg. Und platzieren hier eine kleine Falle. Genauso wie wir hier vorne eine Falle platzieren, weil da vorne ist nämlich noch eine dicke. Der kommt jetzt nämlich auf unseren Weg. Und ich bin gespannt, ob derjenige hier gleich reinkommt und was er da hinten macht. Okay, er kommt nicht rein. Das heißt, wir werden uns jetzt hier versuchen anzuschleichen. Und gehen jetzt hier wieder weg. Und warten jetzt einfach mal ab, ob und wann wer hier explodiert. Okay. Ganz ruhig und ganz leise. Alter, du siehst richtig scheiße aus. Okay. Haben wir eigentlich noch? Nö, haben wir nicht. Können wir eigentlich noch welche herstellen? Nein. Okay, sie können uns auf jeden Fall nicht sehen, aber sie können uns wahrscheinlich hören. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, wie wir hier sneaky ninja technisch an denen vorbei sneaken. Wir werden wahrscheinlich auch einige Sachen wieder liegen lassen an Loot. Bis auf ein bisschen Munition. Und ja, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier so sneak-mäßig, sneaky ninja-mäßig mal wieder hier vorbei steppen. Zumindest versuchen wir das, unser Glück. Einfach um zu gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich weiß auch nicht, wer da gerade explodiert ist. Ob das jetzt einfach nur ein Runner war? Hier kann ich was drücken. Hier kann ich was drücken. Wollen wir das probieren? Scheiße! Okay! Aber nicht so schlecht. Oh, scheiße, diese Arschlöcher.
Das war sogar sehr gut, würde ich sagen. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Aber... Schrembler, so haben sie sie genannt. Jetzt haben wir natürlich den ganzen Loot nicht mehr. Ja. Woher kommen jetzt wieder Schrembler? Schrembler! Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Also, Schrembler waren anscheinend etwas, die etwas dringend... Schrembler, er hört sich an wie Chandler von Friends, von der Serie. Aber, ja, ich gehe mal von aus, die meisten kennen die Serie nicht mehr. Weil sie sind zu jung. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, Fool, was? Ich kann nur 8 mit... Gott, ich hab echt, ja. Okay, eindeutig zu wenig Munition, beziehungsweise ich kann zu wenig Munition mitnehmen. Das nervt jetzt natürlich ein bisschen wieder. Mal wieder. Aber es, ja. Muss ich halt so akzeptieren, ne? Also, was anderes bleibt mir auch nicht übrig, außer zu sagen, ja gut, ich kann halt nicht mehr Ammunition tragen. So, kommen wir denn hier rein? Nee, kommen wir nicht. Aber ich kann doch bestimmt hier... Hier gibt es doch bestimmt wieder einen Part, wo ich rüberklettern kann, oder? Nein. Kann ich nicht. So, gibt es denn hier noch irgendeinen geilen... Nö. Geilen Loot? Nö. Okay. Hier gibt's noch was? Hier gibt's noch was? Was gibt's hier? Was ist das? Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Ein Zeichen? Warum die Wolf sie wohl Scars nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Ja. Also, wir haben ja immer noch die Theorie, dass die Scars wieder mit gemeint sind. Um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, gehe ich jetzt mal von aus, dass wir auch wirklich damit gemeint... Was ist das? Ein Code? The code is 152... Fragezeichen, Fragezeichen. Achso, wir können es ja auch übersetzen lassen. Der Code ist 152... Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht alleine rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. Pau. Okay. Also werden wir hier auch irgendwo wieder mal einen Save... haben. So, hier haben wir dann wahrscheinlich noch die letzten Dinge. Hey, der View, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Ja, aber auch nur, hä? Wie jetzt? Der Code gehört dir. Mir fehlen noch 2 Ziffern für den Code. Und vor allen Dingen, für welchen Safe? Ist jetzt die große Frage. Ach, hierfür! Mal sehen. Ah. Okay, also brauchen wir noch 2 Ziffern, die irgendwo vielleicht an der Wand stehen? Die irgendwo hier rangekritzelt? Nope. So, hier nochmal kurz raus. Steht denn hier irgendwo noch ein Safe? Safe, genau. Nicht ein Safe. Mann! Die letzten Ziffern meine ich natürlich, nicht Safe. Safe, oder besser gesagt, die Tür haben wir ja schon gefunden. Ich will jetzt ungerne alle Zahlen ausprobieren. Es muss doch noch einen anderen Hinweis geben. Okay, da geht's raus. Irgendwo durch. Sehr optimistisch. Okay. Lass uns nochmal kurz... Ja, du willst mir jetzt was anderes zeigen? Du willst mir jetzt zeigen, wo es hingeht? Ich möchte aber gerne nochmal kurz mir die Cola-Dose angucken. Cola-Dose. Firefly-Anhänger, Bravely Brava Junge Kombination. Achso, nee, das ist die Geschichte. Oder war das alles ganz oben? Getränkedose-Notiz, genau. So, wir haben hier...
152. 152 und dann nichts weiter. Kann ich hier noch irgendwas drehen? Alter, jetzt muss ich wirklich 152 und die restlichen Dinger sind verschlossen? Das ist die Frage, gibt es hier noch irgendwie... Ist noch was? Haben die hier noch irgendeinen Code gelassen, da gelassen? Ich habe wirklich keine Lust, ne, jetzt hier wild irgendwie die Codes auszuprobieren. Also, wir können ja mal anfangen mit 1, 5, 2. Ach lol, du kannst nur noch die anderen. Okay, dann mache ich mal 4 und 3. Ja. Wie hast du das gemacht? Magie. Du bist die Beste. Ja. Yeah. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Code natürlich so einfach ist. Und ich kann immer noch zu wenig, ich habe immer noch zu wenig Munition, beziehungsweise zu wenig Kapazitäten, um die Munition mitzunehmen. Und gerade die Schrotflinte, gerade die, ne, wir wissen alle, Schrotflinte ist meine Lieblingswaffe in fast jedem Game. Also wirklich in fast jedem Game. Ja, und wenn du nur 8 Schuss mitnehmen kannst, ist natürlich wenig. Also ich hätte gern ein bisschen mehr auf der Rohkante. Hab ich wirklich so wenig Munition? Das ist, ey. Also so wenig Platz, um Munition mitzunehmen. Nicht so wenig Munition. Wenig habe ich ja anscheinend nicht. Ich habe ja anscheinend genug, aber ich habe zu wenig Platz. So, machen wir hier noch ein Bämmchen. So, weil überall fehlt mir... Nee, warte, da will ich nochmal kurz hin. Selbst hier habe ich genug. Das ist, ey, unfucking fassbar. Die sind auch wirklich alle. Die sind alle durchgeladen. Alle sind sie durchgeladen und ich kann nichts an Munition machen. Na gut. Was stand hier noch? Hier noch was drin? Ein paar Snacks? Snaggerino? Kann ich beides nicht mitnehmen? Hey, okay. Hier lang. Ah, ja, zeig's mir, Dina, zeig mir, Dina, den Ausgang, zeig ihn mir. Ja, und weiter? Oh. Ach so. Ja, Trollo. Jetzt soll ich hier runter springen. Ich hör das schon wieder. Scheiße. Chambler. Wir packen das. Chambler? Okay, das sind Fettsäcke, die sehen uns nicht. Vorsicht! Okay. Okidoki. Haben wir also geschafft. Also wir haben jetzt die WLFs abgehängt. Wir haben jetzt diese Scandlers abgehängt. Scandlers, Alter, was für ein Name. Jedes Mal. Und, Was zur Hölle war hier los? Wir haben auch so... Also wir sind jetzt... Wir sind jetzt durch alle Räume durchgerannt und haben extrem Loot liegen lassen. Sag ich so, wie es ist. Ich gehe von aus, ich habe verschiedene Notizen einfach nicht... übersehen. Ich habe Sammelkarten mal wieder nicht gefunden. Aber einfach aus der Panik heraus bin ich einfach nur weggerannt, wie ein kleines Mädchen. Wie ich das gerne mache. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen. Und ihr seht ja auch selbst, ne? Ich kann nichts mitnehmen. Ich hab echt, also außer Pillen. Pillen kann ich immer mitnehmen. Oh Gott, hier sind ein paar Pillen. Das ist natürlich geil. Aber, ich habe nichts an Munition, ich kann keine Munition mehr aufnehmen, es ist völlig zum Kotzen. Ja,
Klar, Sammelkarten wären awesome gewesen und auch noch weitere Dokumente, um einfach die Story zu verstehen, weil jetzt auch die Scamblers sind. Wäre sehr nice. Aber, gut. Haben wir natürlich jetzt alle hier verkackelt. Was zu verkacken geht. Und dementsprechend brauchen wir jetzt auch nicht traurig darüber sein. Sondern wir nehmen es einfach so, wie es ist. Und verpissen uns jetzt hier wieder raus. Weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach... Nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Was? Ich hab da oben Licht gesehen. Ja, ich auch. Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir jetzt da hoch, aber die Frage habe ich mir schon selber beantwortet. Dina? Ja, ich komme. Wow, hier ist eine Notiz. A Notice. Für Jewel. Wenden. Und... Alter, lesen. Hallo Jewel, ich hoffe immer noch, dass du kommst. Hier unten sind unglaublich viele Infizierte. Allmählich bewundere ich Sahari. Er ist ein guter Nahkämpfer und er hört einfach alles, was im Dunkeln herumkriecht. Fast wie eine Fledermaus. Außerdem betet er jeden Abend für seinen kranken Vater und stimmt in meine Gebete für diejenigen ein, die ich liebe und vermisse. Besonders dich. Einen Satz sagt Sahari immer wieder. Sie führe dich und... An den Satz muss ich immer denken, wenn ich mich frage, was mit dir ist. Vielleicht gibt es ja irgendwas Größeres, irgendjemand Größeres, der über uns wacht. Ich klinge allmählich wie ein religiöser Spinner, was? Also sie führe dich, Jules, auf eine schnelle und sichere Reise. Gray. So, überall haben wir dieses eine Zeichen da unten drin, wie wir auch auf der Puppe vorhin gesehen haben. Da gab es ja auch dieses eingeritzte Zeichen von den Scars. Und ja, ich gehe jetzt mal von aus, dass das eine dritte Partei ist, die uns eventuell ein wenig Probleme bereiten wird. Wäre jetzt meine Vermutung. Genauso wie die WLFs. Ja, die WLFs sind ja auch kein Kind der Traurigkeit. Ja, das ist, muss man ja auch ganz... Klipp und klar sagen, ne, die haben natürlich das auch auf Faustdick hinter der Irren. Und, ja, müssen wir mal gucken, was ist schlimmer. Scars oder WLFs? Wobei, die WLFs haben, ne, darf man ja auch nicht vergessen, die WLFs haben ja Joel getötet, die Scars. Ja. Mit denen hat man auch gar keine Berührungspunkte. Daher sehe ich die jetzt erstmal als geringere Risikogruppe im Gegensatz zu den BLFs. Was ist das? Okay. Bloß nicht zu anstrengend, Dina, wa? Hättest du mir auch hochhelfen können. Aber nee. Auf geht's. Ja, auf geht's. Schon aber fast nee, geschafft. Ey, ist so traurig, dass ich so viel Munition liegen lassen muss. Es ist wirklich nicht schön. Munition ist schwierig zu finden. Gut, schwierig zu finden, jein. Also. Ups. Ellie, deine Maske! Hier! Ja, sie ist kaputt. Wir können meine Teile. Nein, Ellie! Stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Wait a second. Ich bin immun. Ich huste nicht. Siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Dann nicht sie weg. Los! Alter, jetzt heißt es Randy. Die Fresse lässt du dir in Ruhe, mein Freund, Alter. Ellie! Ich bin hier! Nicht weg, kann man hier! Alter, fängst du gleich noch mal mein Freund an. Thank you.
Lass mich in Ruhe. Du scheiß Klicker, Alter. Nein! Dina! Komm, 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 komm. Wir gehen raus an die frische Luft. Du kannst die Maske abnehmen, kannst tief durchatmen. Hey. Alter, jetzt müssen wir... Was ist im Theater? Was für ein Theater? Absolut traumhaft. Oh nein! Ich will nicht, dass wir Dina verlieren. Nein! Wir haben schon Joel verloren. Fast geschafft. Oh ja, oh ja. Komm, 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 Dina, komm, Dina. Easy, easy. Ich hab dich. Hier. Komm, leg dich erstmal hin. Geht's? Entspann dich. Okay, sieht gut aus. Na komm. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Okay. Also,
Ellie hat nun endlich mal gesagt, was Phase ist, dass sie eben halt nicht sich anstecken kann, deswegen eben halt auch die Maske abnehmen konnten, allem drum und dran. Dina scheint schwanger zu sein. Aber ja, wir sind jetzt auf jeden Fall aus dem Tunnel raus. Haben es jetzt quasi durch Panik und Rennen ganz schnell geschafft, hier in die Kirche zu kommen, beziehungsweise Kirche, sage ich schon, ins Theater zu kommen. Und ja, die Diener, wie gesagt, der geht's nicht so gut, scheint schwanger zu sein, ruht sich jetzt aus und wir gucken in der nächsten Folge uns mal das Theater an, was da so alles noch so rumkeucht und fleucht und kriecht und was auch immer. Und ich hoffe mal, ihr hattet wieder ganz viel Spaß. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Last of Us Part 2. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.